Ich heiße euch willkommen. Ich bin Ravenhurst. Oh, Ravenhurst? Ravenhurst? Der richtige Ravenhurst? Was? Ich meine, weiß der König? Weiß der König, dass ihr der richtige Ravenhurst seid? Spart eure Scherze für den König. Steht nicht herum und gafft. Du Fergas, kümmere dich um das Gepäck des Narren. Ihr kommt keinen Augenblick zu früh. Wann geht es los? Heute Nacht. Gut. Ich sehe gern klar, mache gern klaren Tisch. Alles klar? Klar. Klar. Was ist das für ein schönes Lied, das ihr immer singt? Ja, hübsch, nicht? Hat es euch gefallen? War die Melodie nicht so? Nicht, kümmere dich um deine Arbeit. Und wie stellt ihr euch den ersten Schritt vor? Ich muss in sein Schlafgemach. Hm? In des Königs Gemach? Ja. Wenn ihr es für richtig haltet? Das wird der Schlüssel zu unserem Plan. Alles klar? Klar. Klar. Ihr Abgesandten Griswolds können warten. Im Augenblick sind andere Dinge wichtiger. Ich habe gehört, die Frauenzimmer sind da. Wo sind sie? Was haben wir denn? Sire, darf ich vorstellen, der unübertreffliche Giacomo. König der Narren und Narr der Könige. Oh ja, aus Italien. Ich war lange nicht mehr dort. Wie sieht es denn am italienischen Hof aus? Alles wohl auf, Sire. Prächtig, prächtig. Man hört schon in der letzten Zeit furchtbare Geschichten. War das nicht entsetzlich mit der Herzogin von Elba? Ja, wirklich, wirklich furchtbar. Ich frage dich, wie konnte sowas passieren? Oh, Sire, ihr kennt ja den italienischen Hof. So macht man den Hof auf Italienisch. Italienischer Hof? Mhm. Hof auf Italienisch? Ja. Oh, Ravenhurst, der Bursche hat Humor. Aber ich muss sagen, mich hat die Sache mit der Herzogin empört. Was sagt der Herzog dazu? Pardon? Der Herzog. Was sagt der Herzog? Ach so, der Herzog. Ja, und was war mit dem Dogen? Oh, ist ja der Doge. Was tat der Doge? Der Doge? Ja, doch, der Doge. Ja, der Doge tat, was Dogen tun. Hm. Erwartet ihr, dass der Doge über den Herzog herzog? Was? Was war das? Oh, ganz einfach, Sire. Ja, wäre der Doge über den Herzog hergezogen, weil die Herzogin sich zu dem Dogen hingezogen fühlte? Wie, wer zog was? Oh, alles zog, Sire. Der Doge den Dolch? Der Herzog, der die Herzogin hinter sich herzog, zog sich vor dem Dolch des Dogen zurück. Vor dem Dolch des Dogen? Ja. Die Herzogin duckte sich vor dem dreuenden Dolch des Dogen, doch der Doge bedrohte darauf den Herzog bedrohlich. Da sich das Duell zwischen Doge und Herzog hin und her zog, zog sich die Herzogin zurück. Sehr kurios. Was ich sagen wollte. Was? Ich habe nur gehört, dass die Herzogin Rheumatismus hatte. Sie wird 82. Ja, aber erst im Sommer. Und der Herzog auch? Der Herzog auch. Bemerkenswert, diese Italiener, was? ihr habt euch die ganze Sache ausgedacht, oh. Was? Wirklich witzig, wunderbar. Das brauchen wir am Hof. Lachen, Fröhlichkeit, Gesang, Frauenzimmer. Frauenzimmer. Oh, natürlich Frauenzimmer. Ich war gerade auf dem Weg, sie mir anzusehen. Wer weiß, vielleicht finde ich was Knuspriges. Sire, darf ich bemerken, dass es sich für Eure Majestät nicht ziemt, sich mit solchen ungepflegten Weibern zu befassen? Was? Unser unübertrefflicher Giacomo hat ein unbestechliches Auge für liebliche Frauen. Vergönnt es ihm, eine geeignete Gesellschaft für Eure Majestät auszuwählen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ich verlasse mich vollkommen.